Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe euch diese Woche, wie ich finde, ein super spannendes Thema mitgebracht. Ich bin auf dieses Thema durch einen Instagram-Beitrag der Autorin Jana Heinicke gestoßen. Und zwar geht es heute um Hospital Fantasy. Auch wenn ich beim ersten Sehen ihres Beitrags logischerweise noch nicht sofort wusste, was für einen Text sie geschrieben hat und worum es genau geht, hatte ich schon so eine Vorahnung und ich hatte das Gefühl, dass ich für ein Problem oder für einen Gedankengang, den ich manchmal habe, endlich einen Begriff kriege sozusagen. Bevor es losgeht, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert super gerne meinen Kanal, lasst ein Like da und schaut auch mal auf meinem Instagram-Kanal und bei unserem Podcast vorbei. Der heißt Mutti ist die Beste. Mein Instagram-Kanal heißt übrigens Marlies Johanna. Sometimes when I'm driving all by myself, I have this fantasy that I get into a car crash. Not a big one with fire and explosions, but just like a little one. But I do get injured and I get to go to the hospital for 2 weeks and I sleep all day and I eat Jell-O and I watch so much TV and it's all covered by my insurance. My kids bring me balloons and the nurses rub cream in my feet and oh my God, it's so amazing. Hospital Fantasy ist also eine Fantasie danach, einen Unfall zu bekommen, bei dem man verletzt wird, aber nicht so schwer verletzt, dass es einem wirklich schlecht geht, aber eben schwer genug, um ein paar Tage im Krankenhaus zu verbringen. Und mit diesem Gedankengang können erschreckend viele Mütter relaten, nicht nur unter Janas Beitrag. Ich hatte den Gedanken eine Zeit lang mehrfach beim Autofahren. Ich könnte jetzt einfach gegen einen Baum fahren. Nicht um zu sterben, sondern um bewusstlos zu sein und einfach schlafen zu können. Dass es dafür so einen Begriff gibt, macht es eigentlich nur furchtbarer. So organisiert mit Tasche war ich nicht. Aber Hospital Fantasy hatte ich zwar noch nie gehört, aber gleich gewusst, um was es geht. Einfach mal das Bein brechen, damit mein Mann einen wirklichen Grund hat, daheim zu bleiben und das Baby den ganzen Tag im Tuch auf dem Gymnastikball zu bouncen. Vielleicht eine Lungenentzündung, bei der ich Antibiotikum nehmen muss und nicht weiter stillen kann. Auch jetzt noch denke ich immer wieder nach, einfach wegzugehen, beziehungsweise wie es wäre, wenn ich einfach eine Woche ins Krankenhaus müsste. Danke für den Text. Zur Erklärung, mein Mann ist so oft er konnte daheim geblieben und hat geholfen, auch oft krank gemacht, damit er mir das Baby oder Kleinkind abnehmen konnte. Aber hilft halt nichts, wenn man trotzdem daheim ist, trotzdem stillen muss, trotzdem da sein muss. Ich hatte auch oft so Gedanken. Was kann ich tun, um endlich mal durchatmen zu können? Natürlich Krankenhaus. Mir irgendwas zufügen, damit das passiert. War noch nie so verzweifelt teilweise. Schlafentzug und wenig Unterstützung. Auf TikTok gibt es sogar einen kompletten Trend zu diesem Thema. What about this? No, no. 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 Well... No, no, no! What if I just... What if I just... No. What if I just... No, no. What if I just... No, no. What if I just... No. What if I just... No, no. Und ich muss sagen, dass ich die Gedanken teilweise auch kenne. Als ich auf das Thema gestoßen bin und beschlossen habe, dass ich daraus ein Video machen werde, habe ich erstmal mit meinem Mann darüber gesprochen, beziehungsweise ihm davon erzählt. Irgendwie, weil ich mir auch ziemlich sicher war, dass er wahrscheinlich relaten kann, weil wir einfach relativ gleich involviert sind in unserer Elternschaft. Aber er konnte damit überhaupt nicht relaten und war auch sehr schockiert davon, dass ich es konnte. Ich habe mich gefragt, woran es liegt und ich bin der Meinung, dass es zum Teil daran liegt, dass Mütter, also rein gesellschaftlich betrachtet, es Müttern nicht zugestanden wird, einfach zu gehen, einfach in den Urlaub zu fahren oder einfach ein Wochenende mit den Jungs, also mit den Mädels zu verbringen, Vätern aber schon. Es ist ja auch so ein geschmackloser Witz, dass irgendwie der Vater abends Zigaretten holen gegangen ist und nie wieder zurückgekommen ist. Wenn eine Mutter ohne ein Kind unterwegs ist oder ohne ihr Kind unterwegs ist, wird sie ständig gefragt, wo denn ihr Kind ist. Ist ein Vater ohne sein Kind unterwegs, ist es eigentlich total selbstverständlich, dass das Kind gerade bei der Mutter ist. Also es wird eigentlich immer davon ausgegangen, so Mutter und Kind gehören zusammen, Vater, wenn er will, cool, besonders toller Vater dann, aber genau. Obwohl es ja eigentlich dieselbe Situation ist, wenn ein Vater ohne ein Kind unterwegs ist, wie wenn eine Mutter ohne ein Kind unterwegs ist. Mütter sind zusätzlich durch den Mythos vom Mutterinstinkt und der Mutterliebe an ihr Kind gebunden. Und wenn eine Mutter sagt, sorry, ich kann nicht mehr, ich möchte ein Wochenende mit den Jungs, also mit den Mädels verbringen, dann wird so getan, als ob mit ihr irgendwas nicht stimmt.
Und ich glaube, das ist der Grund, warum eher Mütter von Hospital Fantasy betroffen sind als Väter. Für Mütter ist es quasi realistischer oder auch gesellschaftlich akzeptierter oder überhaupt eher eine Option, eine Pause zu bekommen, weil sie im Krankenhaus sind, als einfach zu sagen, du, ich mache jetzt mal ein paar Tage Urlaub. So nicht mal, wenn Mütter quasi normal krank sind, haben sie frei, also können auf sich aufpassen. Nicht mal, wenn Mütter mit einer Erkältung irgendwie flach liegen, liegen sie nicht wirklich flach, sondern also zeigt mir die Mutter, die dann nicht doch aufsteht und sich doch um das Kind kümmert. In der Regel sind die Kinder dann meistens auch krank und der Vater geht aber trotzdem arbeiten. Nur 10% aller Väter nehmen überhaupt Kinderkranktage, fand ich ein sehr spannender Fact, obwohl 73% der Mütter auch berufstätig sind. Egal, darum geht es heute nicht. Ich meine nur, wir Mütter gestehen uns viel zu selten zu, uns überhaupt auszuruhen. Dafür muss es schon einen richtigen Grund geben. Es ist einfach gesellschaftlich so komplett normal, dass Mütter sich mehr oder weniger ausbeuten und diese Care-Arbeit alleine leisten, alleine sich um den Haushalt kümmern und so weiter, dass es komplett absurd scheint, dass sie sich mal ausruhen oder eine Pause machen oder überhaupt in den Urlaub fahren. Wir sind einfach alle so sehr mit dieser Rolle aufgewachsen und haben das so sehr verinnerlicht. Auch gesellschaftlich sind diese Strukturen so festgefahren, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist, das überhaupt zu erkennen und aufzubrechen. Ich lege mich mittlerweile zum Beispiel hin, wenn ich krank bin und nehme auch diese Pause, aber es hat Jahre gedauert, bis ich das ohne schlechtes Gewissen gemacht habe, obwohl mein Mann immer gesagt hat, hey, es ist gar kein Problem, ich komme klar. Ich finde es also absolut naheliegend, dass Mütter eher die Fantasie haben, ins Krankenhaus zu kommen, als eben in den Urlaub zu fahren, weil im Krankenhaus bekommt man dann ja auch noch Mitgefühl. Wenn man sagt, ich fahre in den Urlaub, wird man dafür verurteilt und als schlechte Mutter dargestellt. Und wenn man dann die ganze Zeit im Urlaub sitzt und das schlechte Gewissen einen plagt, dann ist es irgendwie auch nicht so richtig erholsam, vor allem wenn man dann von rechts und links die ganze Zeit auch noch stichelige Bemerkungen bekommt. Aber das war doch nicht schon immer so, dass die Mütter so überfordert waren, oder? Also unsere Großeltern, die hatten zum Teil 30 Kinder in einem Jahr bekommen und die Mütter, die waren trotzdem nicht so schlecht drauf und haben immer rumgemeckert und hatten irgendwelche komischen Krankenhausfantasien. Bist du etwa nicht mehr so hübsch wie damals? Du solltest einmal etwas für dich tun. Du bist nicht mehr du selbst. Ja, woher kommt's denn? Wer soll denn die ganze Arbeit machen? Ist doch kein Wunder, dass es mir oft zu viel wird. Sieh mal, wenn heute dein Mann nervös ist, reagierst du so. Früher hast du dich in solchen Fällen anders verhalten. Ja, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Du könntest heute genauso lebensfroh sein wie damals. Das ist Frauengold. So wirkt Frauengold. Frauengold sichert dir Jugendfrische und Vitalität und schafft dir neuen Lebensmut. Frauengold gibt neue Kraft und Lebensfreude. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen. Frauengold schafft Wohlbehagen. Wohlgemerkt an allen. Junge, Frauengold. Also Frauengold war das Wundermittel der 50er Jahre. Es eroberte 1953 den Markt und galt als das Heilmittel für gestresste Ehefrauen und Mütter. Die Inhaltsstoffe waren logischerweise eher fragwürdig, aber versprochen wurde jugendlicher Schwung für Frauen, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Frauengold hat ein Alkoholgehalt von 16,5% und enthält neben Alkohol auch noch andere pflanzliche Wirkstoffe. Aufgrund einem dieser Wirkstoffe, nämlich Aristolochia oder Chiasäuren. Das Ding ist halt, es erinnert mich einfach voll an Aristoteles. Also diese Aristotelessäuren, die waren eben gesundheitsschädlich und krebsfördernd. Und deshalb wurde das Mittel dann auch verboten, 1981. Nett. Also ich denke, das war das früher, von dem Alpha-Männchen immer sagen, damals war alles besser und die Frauen damals, die waren noch richtige Frauen, die haben noch alles hingekriegt, die haben ihren Männern nämlich noch den Boden unter den Füßen geküsst, sagt man das so? Entschuldigung, Joachim, der Unterschied zwischen heute und früher ist einfach nur, dass Frauen ihre Meinung sagen dürfen, ohne dafür von ihren Männern verprügelt oder vergewaltigt zu werden, aber so viel dazu. Frauengold war aber logischerweise nicht das einzige Mittelchen, was Frauen verschrieben wurde, damit sie, sagen wir, gefügiger wurden. Es gab nämlich auch noch die sogenannte Hausfrauenschokolade, in der das Arznei
Mittel Pervitin enthalten war. Pervitin, so hieß es, bringt auch den Frauen wieder jugendlichen Schwung, hilft gegen Depressionen und beim Abnehmen und macht sie einfach ein bisschen aktiver. Tatsächlich sind diese Versprechungen auch gar nicht so falsch, zumindest die Appetitminderung und auch den Schwung, wenn man das so nennen darf, waren definitiv so. Der Wirkstoff dieser coolen Hausfrauenschokolade war nämlich Methamphetamin und ist heute unter Crystal Meth bekannt. Also es ist definitiv nichts Neues, dass Mütter auch mal überfordert sind und dass die Mutterrolle vielleicht ein bisschen idealistisch und eigentlich nicht zu erreichen ist. Nur nimmt diese Überforderung oder dieses, man kann diesem Ideal nicht entsprechen, gesellschaftlich einfach viel zu wenig Raum ein. Irgendwie wird immer totgeschwiegen, dass Mutterwerden zwei Seiten der Medaille hat und dass ein Kind zu bekommen eine Frau nicht zwangsweise vervollständigt. Dass es zwar wunderschön und erfüllend sein kann, gleichzeitig aber auch überfordernd, erschöpfend, herausfordernd und vielleicht das stressigste und anstrengendste, was eine Frau jemals in ihrem Leben getan hat. Die meisten Erwachsenen werden, wenn sie Eltern werden, mit Emotionen konfrontiert, die sie so aus ihrem Erwachsenenleben noch gar nicht kannten. Und das findet auch noch alles gleichzeitig statt. Gleichzeitig eine extreme Überforderung und eine extreme Langeweile, ein riesiges Glück und eine wahnsinnige Trauer. Und diese Ambivalenz alleine ist schon extrem überfordernd. Wie Mutterschaft erlebt wird, hängt von so vielen Faktoren ab, dass man nicht einfach pauschal sagen kann, eine Frau bekommt ein Kind und fühlt sich dann so, weil jede Frau hat ein anderes Kind und jede Frau ist ein anderer Mensch und alle fühlen sich individuell und für alle kann es sich individuell gestalten, Mutter zu werden. Okay, also es ist normal, dass sich Mütter überfordert fühlen und es ist auch ein Stück weit normal, dass manche Mütter eben eine Hospital Fantasy haben, weil sonst wäre es nicht so ein krasser Trend. Ein Vater hätte eben anstatt der Hospital Fantasy wahrscheinlich eher die Fantasie nach einem Urlaub. Mütter greifen eben auf diesen Krankenhausaufenthalt zurück, aber im Grunde wollen sie beide das Gleiche, nämlich eine Auszeit. Und ich finde, es ist wichtig, dass sich Mütter dieses Bedürfnis nach einer Auszeit zugestehen und vielleicht auch einfach zugestehen, dass sie so etwas wie einen Urlaub haben wollen. Mütter sind Menschen und bleiben Menschen und Kinder großzuziehen ist eine Aufgabe, die einfach extrem überfordernd ist und die man auch nicht alleine schafft. Und je nachdem, wie viele oder wie wenig Privilegien man hat, ist es auch nochmal einfacher oder schwerer. Aber ganz grundsätzlich ist es einfach so, dass Kinder großziehen keine Aufgabe für eine Person ist, sondern dass es eine Aufgabe ist, die sich eigentlich ein ganzes Dorf miteinander teilen sollte. Nur leben die meisten Menschen heutzutage eben einfach nicht mehr in Mehrgenerationenhäusern. Viele kennen in der Stadt nicht mal den Namen ihrer Nachbarn. Und aufgrund der Pandemie war es auch vielen frischen oder neugebackenen, man sagt ja mal frisch gebackenen Eltern, neuen Eltern, jungen Eltern, ich finde es irgendwie, es gibt keinen guten Begriff dafür, vielen frischen Eltern möglich, Kontakte zu knüpfen. Es ist komplett normal, dass die Baby- und Kleinkindjahre besonders intensiv sind und genau in dieser Zeit solltet ihr aber auch wirklich auf so viele Unterstützungen wie möglich zurückgreifen, wenn ihr diese Privilegien habt. Denn meiner Meinung nach ist es wirklich das Dümmste, was man tun kann, auch wenn Baby- und Kleinkindjahre schnell vorbei sind, sich in der Zeit komplett ins Auszuschießen. Weil man lebt ja noch viel länger als diese 5 Jahre, die das Kind jetzt besonders klein und hilfsbedürftig ist. Und im Zweifel, wenn man sich in diesen Jahren so sehr ausbeutet, wird man danach nie wieder so sein, so gelassen, entspannt, was auch immer, wie vor den Kindern und wird vielleicht die nächsten Jahre der Elternschaft, die auch herausfordernd sind, aber auf eine andere Art, ein schlechtes Elternteil sein, weil man eben so gestresst und ausgebrannt ist und weil man sich so ausgebrannt hat in den ersten Jahren. Ein Burnout entsteht sehr schleichend, aber wenn er erstmal da ist, wird man ihn fast nicht wieder los oder auf jeden Fall nur sehr langsam, eben so schleichend, wie er auch entstanden ist. Manche Menschen erholen sich davon tatsächlich nie wieder und die Gehirnleistung ist bei einem Burnout auf jeden Fall auch dauerhaft beschädigt. Und circa 40% der Mütter berichten von Symptomen, die Burnout-ähnlich sind. Und das ist halt wirklich ein krasses Problem. Und ich sage das, weil ich selbst einfach viel zu sehr über meine Grenzen gegangen bin und viel zu sehr ausgebrannt bin. Und das Problem ist einfach, dass dieses Bild der perfekten Mutter, was gezeichnet wird, rein gesellschaftlich, einfach nicht existiert. Es gibt keine perfekte Mutter und ihr werdet auch im Umgang mit euren Kindern nicht immer alles perfekt machen. Fehler gehören dazu und perfekte Menschen gibt es einfach nicht. Und deshalb gibt es auch keine perfekten Mütter. Und deshalb reicht es auch einfach, gut genug zu sein. Und das bedeutet eben, so gut zu sein, wie ihr könnt. Und am besten könnt ihr gute Eltern sein oder eine gute Mutter sein, wenn ihr auf eure eigenen Grenzen und auf eure eigenen Bedürfnisse achtet. Ganz egal, was die Nachbarn oder sonst irgendjemand dazu sagt.
je nachdem, wie stark du unter Hospital Fantasy leidest, wäre es wahrscheinlich gut, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen. Es fühlt sich ein bisschen zynisch an, das zu sagen, weil ich weiß, dass es in Deutschland fast nicht möglich ist, einen Therapieplatz zu bekommen, aber ich habe es jetzt gesagt, ihr wisst Bescheid. Wenn das nicht möglich ist, gibt es auch sowas wie den Elternnotruf, zum Beispiel auf der Seite elternnotruf.ch, also es ist eine Schweizer Seite, da findet ihr mehr Infos dazu. Wenn ihr einen Kita-Platz habt und außerhalb der Kita kaum oder wenig Unterstützung bekommt und es möglich ist, dann lasst eure Kinder länger in der Kita, als eure Arbeitszeiten sind. Ich meine das komplett ernst, also kein Mom-Bashing an dieser Stelle. Lasst eure Kinder länger in der Kita und seien es nur 20 Minuten und macht in der Zeit irgendwas für euch, was ihr gerne macht. Also nicht den Haushalt, sondern hinsetzen und eine Tasse Kaffee trinken. Irgendwas in Ruhe. Das ist tatsächlich auch etwas, was mir persönlich schwerer fiel oder fällt, mir einzugestehen, hey, ich brauche das und ich will, dass die Kinder ein bisschen länger in der Kita sind, weil am Ende des Tages bin ich dadurch die bessere Mutter, weil ich immer wieder Nachrichten von irgendwelchen ErzieherInnen bekomme, die meiner Meinung nach an dieser Stelle einen super schlechten Job machen und mir schreiben, oh, sie finden das so wahnsinnig schlimm, wenn die Kinder, weiß ich nicht, 7 Stunden in der Kita sind, das geht ja gar nicht. Und ich denke immer so, ja, okay, cool, du bist jetzt eine Erzieherin, aber steckst du in der Haut von der Familie, weißt du, was für Umstände die haben, warum die ihre Kinder länger in der Kita lassen? Ich finde, es ist halt einfach nur Mom-Bashing neu aufgerollt. Unter dem Deckmantel von, ja, die armen Kinder, die brauchen das doch, die müssen doch bei ihrer Mama sein, von Bedürfnisorientierung eben. Was dann nämlich wieder komplett außer Acht gelassen wird, ist, dass die Mutter vielleicht ja auch Bedürfnisse hat. Aber naja, Mütter und Bedürfnisse ist ja eh so ein Thema. Aber weil ich eben wusste, dass dieses Narrativ von der schlechten Mutter, die ihr Kind immer so spät von der Kita abholt, existiert, hatte ich eine Zeit lang richtig, richtig Panik, die Kinder nach 15 Uhr erst abzuholen. Also ich war echt so, 14.30 Uhr musste ich an der Kita stehen, damit auch alle wissen, was für eine wundervolle, tolle Mutter ich bin. Was hat es mir am Ende gebracht? Ein Burnout. Aber sonst keine Wertschätzung oder so, also es lohnt sich einfach nicht. Weil ganz ehrlich, das geht die anderen mehr oder weniger einen feuchten Dreck an, wenn die sich darüber beschweren wollen, wenn sie sich damit profilieren wollen, dass sie ja die besseren Menschen sind, weil sie ihre Kinder ja niemals so lange in der Kita lassen würden. Cool, schön für die. Dann sollen sie halt ihren Selbstwert daran aufpushen, dass sie dich für einen schlechten Menschen halten. So what? Wenn es eurer Familie am Ende gut geht und ihr dafür liebevoll mit euren Kindern umgehen könnt, dann ist das doch genau das, was zählt. Dieses Kinder dürfen nicht lange in der Kita bleiben, ist übrigens auch ein Glaubenssatz, der einfach generell mit unserer deutschen Geschichte zusammenhängt. In Frankreich ist es zum Beispiel genau andersrum, weil die da eine ganz andere Lebensphilosophie haben. Dort kommen die Kinder schon relativ früh oder die meisten Kinder schon mit circa 3 Monaten in die Kita und dort ist es auch komplett normal, dass sie dann lange in der Kita bleiben. Und dort gibt es auch so ein Pendant zur Rabenmutter. Also die deutsche Rabenmutter ist ja die, die sich eben nicht um die Kinder kümmert, sondern arbeiten geht. In Frankreich gibt es dieses Narrativ der Rabenmutter nicht, sondern es gibt halt das Narrativ der Gluckenmutter. Das ist die Mutter, die jetzt zum Beispiel ihr Kind nicht in die Kita geben würde oder es viel zu lange zu Hause betreut. Und dort geht man auch einfach davon aus, dass Kinderbetreuung nicht nur Sache von einer Person ist, nämlich der Mutter, sondern eben Sache von der Gemeinschaft. Und deshalb, ja, wird halt auch nicht verurteilt, wenn die Kinder länger in der Kita sind. Natürlich hat das alles Vor- und Nachteile und ich will jetzt auch nicht sagen, dass in Frankreich alles besser ist. Ich finde es einfach nur spannend, diese Perspektive auch mal aufzuzeigen, weil es ja im Endeffekt auch bedeutet, ob ich jetzt eine gute Mutter bin oder eine schlechte, hängt davon ab, in welcher Region ich lebe. Wenn ihr das Geld und die Privilegien habt, dann kauft euch euer Dorf eine Haushaltshilfe, einen Babysitter, bestellt euer Essen bei Rewe, bestellt dieses krass gesunde Tiefkühlessen, was man nur auftauen muss, wo aber gar keine Zusatzstoffe drin sind. Kauft euch einen Staubsaugerroboter. Oder macht es so wie wir. Fahrt einfach abends nach der Kita bei Meckes vorbei, weil ihr keine Nerven mehr habt zu kochen. Oder kocht 5-mal die Woche Nudeln. Oder lasst den Haushalt einfach Haushalt sein. Und ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Ich weiß, ich hasse das eigentlich auch. Ich hasse das, wenn das unordentlich ist, aber man gewöhnt sich auch einfach so ein bisschen daran. Und ich musste da auch einfach ein bisschen loslassen. Das ist auch leichter gesagt als getan. Aber unterteilt in dringend und wichtig und macht nur die Dinge, die dringend und wichtig sind. Die Fenster können 10 Jahre ungeputzt bleiben und man kann trotzdem noch durchschauen. Wäsche muss nicht mal zwangsweise gefaltet werden. Ihr könntet auch einfach Schubladen für T-Shirts machen und eure Wäsche einfach so reinschmeißen oder einfach direkt aus den Wäschekörben nehmen. Ich weiß es nicht. Macht es euch einfach so einfach wie möglich, weil es ist einfach so schon schwer genug. Achtet auf eure Ressourcen und seid okay damit, wenn ihr nicht die perfekte Hausfrau seid, die in einem Katalog lebt. Weil am Ende des Tages werden sich eure Kinder nicht daran erinnern, wie schmutzig der Boden war. Also außer er ist jetzt wirklich extrem schmutzig, aber ich meine halt so im normalen Rahmen schmutzig, wie schmutzig der Boden war oder wie lange ihr keine Fenster geputzt habt. Am Ende des Tages wird es einen Unterschied machen, ob ihr eure Kinder täglich angebrüllt habt, explodiert seid und einfach komplett über eure Grenzen gegangen seid. Stichwort Rollenvorbilder. Eure Kinder lernen diese Muster ja auch und übernehmen sie dann selbst, was ich finde auch noch ein wichtiger
wichtiger Faktor ist, daran zu arbeiten. Am Ende des Tages ist es wichtiger, dass ihr auf eure Ressourcen geachtet habt. Und wenn eure Kinder dann 10, 11, 12 sind, dann könnt ihr immer noch jeden Tag den Boden polieren und die krassesten Rezepte raussuchen und kochen. An die Zeit erinnern sich eure Kinder dann sowieso besser. Dann sind sie so, nee, meine Mama war immer ordentlich und die Fenster, die waren immer blitzblank, die hat die jeden Tag geputzt. Weil ganz ehrlich, 5-jährige Kinder, die merken doch gar nicht den Unterschied, ob das Fenster jetzt sauber ist oder nicht. Die schmeißen Tomatensauce dagegen und dann ist es eh wieder schmutzig. Das Einzige, was eure Kinder brauchen, ist ein Ort, an dem sie sich geborgen und geliebt fühlen. Und den könnt ihr am besten schaffen, wenn ihr auf euch selbst achtet und euch selbst auch mit Liebe begegnet, weil aus einem leeren Kessel kann niemand schöpfen. Das sage ich immer so gerne und ich finde, das ist einfach eine wundervolle Metapher. So, das war's auch wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Video mitnehmen und vielleicht hat es euch geholfen, euch weniger alleine zu fühlen. Vielleicht seid ihr auch mit einem besseren Gefühl rausgegangen, weil ihr auch dachtet, oh, ich bin zwar manchmal überfordert als Mutter, aber an Krankenhausaufenthalt habe ich noch nie gedacht. Ich würde mich interessieren, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Also kommentiert das mal gerne und ansonsten abonniert meinen Kanal, schaut auch mal in meine anderen Videos rein und wir hören uns beim nächsten Mal.